Klapperschlangen gehören zu den bekanntesten Schlangen der Welt. Es gibt je nach Literatur zwischen 30 und 40 Arten, die auf zwei Gattungen aufgeteilt sind. Namensgebendes Merkmal der Klapperschlangen ist ihre Schwanzrassel, mit der sie ein ziemlich lautes und auffälliges Warngeräusch von sich geben können. Damit sagt uns eine Klapperschlange, dass sie ein bisschen mehr Distanz zwischen sich selbst und uns wünscht. Sehr gut können wir das bei dieser Waldklapperschlange beobachten. Wenn ich mich ihr nähere, beginnt sie zu rasseln. Wenn ich mich entferne, hört sie auf. Aber komme ich wieder näher, beginnt sie wieder zu rasseln. Diese Waldklapperschlange ist übrigens eine der größten Klapperschlangen. Sie ist so dick wie ein menschlicher Arm. Ihr Biss kann tödlich enden. Alle Klapperschlangen sind ausnahmslos giftig. Diese Schlangen besitzen Zytotoxine und Hämotoxine. Diese Gifte zerstören das Gewebe und greifen vor allem das Blut- und Gefäßsystem an. Hier sehen wir einen der gefährlichsten Vertreter, und zwar eine Schauerklapperschlange. Und das hier ist auch eine der größten Klapperschlangen, und zwar eine Texas-Klapperschlange. Übrigens gibt es auch einige ungiftige Schlangen, die die Klapperschlangen nachahmen und so einen potenziellen Angreifer ihm glauben lassen, sie seien selbst eine giftige Klapperschlange. Diese Bullennatter zum Beispiel ist für Menschen vollkommen harmlos, aber sie ähnelt ein bisschen einer Klapperschlange, und wenn sie sich bedroht fühlt, dann versucht sie sich so gut es geht wie eine echte Klapperschlange zu verhalten. Klapperschlangen töten oder verletzen nicht nur Menschen, sie retten ihnen indirekt oftmals auch das Leben. So konnte man aus dem Gift dieser Zwergklapperschlange eine Substanz isolieren, und aus dieser Substanz hat man ein Medikament gemacht, mit dem man Herzinfarkt behandeln kann. Ja, es könnte also möglich sein, dass ihr selbst in entfernter Zukunft irgendwann einmal euer Überleben dieser kleinen Schlange zu verdanken habt. Wenn euch die Klapperschlangen gefallen, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Es wäre zudem cool, wenn ihr dieses Video teilen könntet auf Facebook oder WhatsApp oder in anderen sozialen Netzwerken. Damit würdet ihr meinen Kanal unterstützen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert jetzt, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.